Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Wir wollten noch was essen hier, denn so ganz satt sind wir noch nicht. Geheilt sind wir zwar zumindest und Ausdauer haben wir auch, aber die Sättigung ist noch nicht auf adäquate Weise wiederhergestellt. Baustoffe. Wie sieht das jetzt hier aus? Das sieht schon mal da gar nicht mal so schlecht aus. Dann würde ich dafür nämlich gleich mal schon mal Zement ansetzen. Oder Betonmischung, besser gesagt. So, was haben wir jetzt noch? Ein bisschen Stein und ein bisschen Sand. Ich muss nämlich auch Stein hier einschmelzen. Dann nehmen wir mal die Hälfte von. So, das kommt mal eben weg und damit wir noch... Ich glaube zwar nicht, dass ich so viel Platz bräuchte, aber... Schmeiße mir nochmal hier eben ein bisschen was raus aus der Tasche. Ich glaube, ich müsste dann auch hier oben wie draußen auch so eine halbe Beton-Dingens hinmachen, damit ich hier rückwärts mit dem Auto rauskomme, ohne dass ich... Was kann man eigentlich hier für Modifikationen einbauen? Das wollte ich schon immer mal wissen. Damit ich hier rückwärts problemlos rausfahren kann. Oh, hier ist noch schön viel Stuff, den wir mitnehmen wollen können müssen. Ja, der Rest kann so drin bleiben. Die wollte ich direkt zum Händler geben. Also kann das ruhig hier monetentechnisch einfach hier oben bleiben. Kommt die Zigarre noch mit dazu. Komm, den Rest lassen wir drin. Einfach nur, weil es geht. Haha. Chup, chup. Chup. Was haben wir hier? Ach, alles Mögliche. Hier noch ein bisschen Tierfett. Das klang gerade so, als wollte er irgendwie dramatische Musik ansetzen und hat sich dann doch anders überlegt. Bugshots. Donnerbüchsenmunition. Ich glaube, da kommt eh nur Papier raus, wenn wir es zerlegen, ne? Aber was soll ich die mit mir rumschleppen? Weil was soll ich mit Papier? Bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter, aber gut. Kümmern wir uns hier nochmal ein bisschen. Da war schon wieder das komische Geräusch. Diese. Geben wir uns dem Ganzen mal ein bisschen Blei, damit wir noch... Ich glaube, Fenster müssen wir zwar keine mehr herstellen, aber schadet ja nichts, dass wir hier Blei im Schmiedekomplex haben. Das ist ja auch ruckzuck weg hier. Dass ich also das nächste Knüppelchen Blei nachwerfen kann. Das braucht, glaube ich, ein bisschen länger. Hätte ich denn noch mehr Blei, was es einzuschmelzen gilt? Das hier zum Beispiel. Hier ist noch tonnenweise Metzing. Hätte ich mal das vorher rausgeholt, dann hätte ich wenigstens einen Stapel machen können und gut wäre, aber okay, das ist ja hier, da kann man ja schon bei zugucken, so schnell ist das hier weg. Fast im Sekundentakt und dann gibt es irgendwie einen Punkt, wo es dann nochmal kurz stockt und nochmal ein bisschen länger braucht und dann zack, haben wir ja auch nochmal was drin. Eisen haben wir genügend. Was wirklich fehlt, ist Stein und Sand. Komm, das, da können wir uns jetzt hier mal auch tatsächlich so ein bisschen die Werkzeuge schnappen. Damit da mal was Gescheites draus wird, weil was soll ich die auch wieder horten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Ach nee, es ist ja kein Baustoffnitratpulver, das ist ja, Gedöns. So, Technik.
Die Repair-Kits und der Plastikkram. Hieraus kann ich, glaube ich, auch irgendwann mal irgendwas machen, ne? Diamantklingen-Mod. Wie viel brauche ich denn dafür? 3 nur. Weil verkaufstechnisch sind die echt gut, aber auch da wieder, ich brauche gerade, glaube ich, nichts. Habe ich das Nitrat hier drin? Habe ich nicht. Komm. Geht das ins Restmülldepot. Dann hätte ich noch erste Hilfe. Klopp, klopp. Sehr schön. Kleidung, Leder, Stoff. Dieses Recock hier, kann ich das... Das verkaufen wir. Was soll ich damit? Und tonnenweise leere Gläser. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, brauchen wir Lehm. Baustoffe. Lehm. Ich brauche... Was brauche ich denn für die... Pflanz... Erd... Ah, Beet. Holz, verrottenes Fleisch, Nitrat, Lehm. Holz, verrottenes Fleisch... Da hinten, wir gehen aber erstmal hier zur Restmüll. Nee. Ach doch. Wir haben ja genug davon. So. Dann nehme ich jetzt einmal euch hier gerne und wir wollen ja hier diese komplette Länge über wieder betonieren. Das heißt, ich würde ungern die Blöcke jetzt wieder ellenlang aufwerten zu selbigem. Deswegen mache ich da gleich einfach Betonblöcke rein. Also brauchen wir gucken wir doch einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 13 und nochmal in der Höhe, keine Ahnung wie viel. Ich mach mal kurz 20. Mit 20, glaube ich, müssten wir erstmal ganz gut hinkommen. So, feuchter Betonblock 20, bitte. Wir nehmen das hier nochmal mit rein, brechen das hier wiederum ab, damit wir den nächsten Schwung ansetzen können. Weil die brauchen ja doch ein bisschen länger hier. Okay, dann müssen wir Beete machen. Und zwar zwei Reihen, dann mache ich die, fülle ich die nämlich gleich auf. So, und zwar setzen wir nicht hier an, weil da habe ich ja zwei Reihen, ja, sondern hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also brauchen wir 22 von diesen Dingern. Kriege ich das hin? Bestimmt, natürlich. Lokea, sehr schön. Dann kann der Rums jetzt hier erstmal wieder weg, den ich in der Tasche habe. Baustoffe, bitte, danke. Plopp, plopp. Achso, dann kommt auch hier der Asphalt. Ne, die Beton. Kann weg. Hier hat man noch eine Schaufel für zum Einschmelzen. Restmüll. Plopp. Und essenstechnisch haben wir auch wieder ein bisschen Platz geschaffen. Sehr schön. Okay, okay. Dann gehen wir mal abernten, in der Hoffnung, dass mir das hier nicht zusammenbricht währenddessen. Also Pilze sind, weiß ich gar nicht, ob mir hier so viele flöten gegangen sind. Kürbis, Kaffee. I don't need Kaffee. Also nehme ich die gleich mit raus. Ach ja, Kaffee. Weil, ja gut, wir könnten irgendwie dann eine Kaffeepflanze irgendwo hinsetzen, aber ich brauche hier nicht 1200 Kaffeepflanzen.
Weil so effektiv, glaube ich, ist Kaffee dann auch nicht, dass ich... Was habe ich denn jetzt alles eingesammelt? Kartoffeln könnte ich eher noch mehr gebrauchen jetzt dann. Wieder hoppala. Jumpy Game. Oh, Jucke habe ich jetzt nicht mehr. Mann. So, ich weiß, ich habe noch mehr eingesammelt, aber das ist auch erstmal gar nicht schlimm. So, wir haben jetzt hier Kaffeesamen. Die packe ich jetzt hier unten rein. Die brauche ich nämlich nicht. Dann tue ich erstmal kurz die Dinge beiseite legen, die mit Essen zu tun haben. Und dann die mit Getränke zu tun haben. Wobei Aloe Vera ist ja kein Getränke-Gedöns. Da kann ich ja nur Erste-Hilfe-Stuff draus machen. So, sehr schön. Dann ernten wir den Rest jetzt einfach auch nochmal ab. Damit ich einen Überblick habe von dem, was ich alles habe. Außer die Pilze, die bleiben einfach da stehen, wo sie sind. Die schaden mir da ja überhaupt nicht. So, also bitte hier einmal alles. Nein. Habe ich was zum Reparieren dabei? Ich bräuchte wahrscheinlich Lehm. Und werkzeugtechnisch hier irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Irgendwas habe ich hier hinten noch geboxt, aber das sehe ich jetzt gerade nicht. Dann gehen wir da ja aber nochmal durch, weil die sollen ja unbeschadet sein, die ganzen Dinger hier. Die ganzen Beete. Aber ich finde es ganz sympathisch, dass sie das mit dem, dass man eine Hoe hat und mit der muss man dann zusätzlich noch Dünger einführen und sowas. Also auftragen auf die Beete. Das finde ich ganz gut, dass sie das weggelassen haben. Das fand ich dann sehr, tatsächlich auch irgendwie sehr, sehr, sehr anstrengend. So, das hätte ich jetzt gerne. Achso, das kann ich nur auf Cobblestone und nicht mehr auf... Okay, ich dachte, man hätte da jetzt noch Dingens draus machen können. Ich will mal kurz was gucken. Okay, da könnte ich eigentlich auch noch eine Reihe reinsetzen, aber irgendwie möchte ich das eigentlich auch gar nicht. So, also nächste Stufe, dankeschön. Was? Keine Ahnung. Na komm. Du möchtest noch dieses schöne Hämmerchen hier haben. Ich kenne dich doch, ich weiß es doch. Na? Hämmerchen, hier. Komm. Mietz. Zack. So, ich möchte doch nochmal die Türen mitnehmen. Die Holz, die Türen ist auch geil. Das nehme ich nochmal mit. Altmetall habe ich noch in der Tasche, das ist gut. Wir gehen hier oben rein. Entsorgen mal kurz die ganzen Samen, damit die stacken, damit wir da einen besseren Überblick haben. So, wie sieht das hier aus? Sehr schön. Dann muss ich hier einmal runter und tatsächlich meine Türen verabscheuen. Mit dieser geilen Axt. Ja, diese Alurahmen sind es, die mich daran hinderten, die Türen zu benutzen. So, jetzt könnte ich wahrscheinlich eine Schaufel gebrauchen, weil das hier natürlich Erde ist. Aber wir haben sie ja zufälligerweise dabei, das ist ja kein Problem. So, der Rest könnte jetzt hier Beton oder Holz oder alles Mögliche sein. Das war Holz. Hier ist jetzt nochmal irgendwie Erde. Das hier ist Holz. Hier ist man sich nicht sicher. Also muss ja hier draußen irgendwie auch was
Zementiges eingestürzt sein. Wahrscheinlich von dem Haufen da. Merkwürdig. Du könntest Holz sein. Nee. Lass das. Ich behalte jetzt einfach immer die Spitzhacke. Stimmt, weil hier außen war ja komplett eigentlich Beton schon. Deswegen wundert mich das. Aber gut. Zumal die Säulen hier außen ja auch schon Beton sind. Also die sind ja schon jetzt der höchste Stand. Warum auch immer dieses Konstrukt eingestürzt ist. Also ich kann es mir dann tatsächlich nur so erklären, dass hier echt jemand drin war und die Kreischerin dann diffundierte. Okay. Und auf einmal verschwand. So. Die hätte ich gerne, aber vorher. Ja, links ist drehen. Gut, das ist schon mal okay. Was hätte ich denn hier gerne hin? Auch eine Säule, damit das der Optik bla, ne? Eins. Achso, ich könnte mich jetzt hier an der Tür orientieren. Was haben wir denn hier? Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, also mache ich hier in der Mitte der Stabilität wegen und der Symmetrie eine Doppelsäule. Dann brauchen wir nochmal mehr Betonblöcke. War ja klar. Ich glaube, drei. Ja, gut, dass ich da stehe. Müsste. Ist das die Höhe? Wir werden es sehen. Shape. Bitte normales Betonblock. Mir ins Gesicht schieben, bitte. Ist der jetzt irgendwo auf der Säule drauf? Ist er nicht. Darunter fehlt noch was. Okay. Dann, bevor mir das Ganze jetzt hier abschmiert. Nehmen wir wieder die feuchte Betonsäule. Okay. Jetzt habe ich noch sechs. Einer. Jo, einer fehlt mir noch. Türen hätte ich gerne. Tür. Gesichert Holztür. Schade, dass man hier diese Doppeltür aus dem, ne, diese Schuldoppeltüren nicht machen kann, aber gut. So, so geht sie nach innen auf, glaube ich, ne? Komm, machen wir jetzt auch einfach so. Nun können wir sie auch benutzen. Sehr schön. Und es ist schon wieder 12 Uhr mittags. Wir brauchen nochmal Zement. Das trifft sich hier sehr gut. Feuchter Betonblock. Einen brauchen wir nochmal hier. Und dann würde ich gerne hier unten drunter. Möchte ich da auch nochmal eine Säule hinmachen? Eigentlich müsste das da ja so halten, aber wir machen lieber da auch nochmal hin. Also waren das, glaube ich, vier hoch. Da ich zwei Stück brauche, acht, also brauchen wir neun. Hiervon nochmal neun, bitte. Und dann das nochmal hochballern. Dankeschön. 70. So, was hatte ich noch nicht? So, den Rest müsste ich dann auch. Ich sagte noch, ja, den Rest brauche ich noch dafür und verballer jetzt hier wieder alles. Aber es wird ja noch welches hergestellt. Das ist ja nicht das Problem. So, dann haben wir hier die Betonbeete, die hoffentlich das Ganze jetzt dann halten. Oder die an dem Ganzen jetzt halten. Dass mir hier nicht alles zusammenbricht. Haben wir den einen Block da noch? Oder die Blöcke? Sechs Stück, das ist ja schon mal nicht schlecht. Weil eigentlich ist die Folge vorbei. Aber ich würde gerne
das ganze Brimborium jetzt hier noch beendet haben, was das angeht. Komm, zack, dankeschön. Also dann nochmal einen hier einsetzen, bitte. Plumps. Und dann ja, müssen wir uns auch darum kümmern, dass hier diese komische Holzkonstruktion leider wegkommt. Die ist zwar irgendwie auch nett, also optisch, hindert mich aber leider daran, dass ich dann hier die Säulen noch wieder setzen kann. Hinten kann es meinetwegen so bleiben, wobei nee, sieht dann auf Dauer auch kacke aus. Ne? Wenn, dann muss das ja, sollte das ja schon gleichmäßig sein. Diese eine Reihe, die hier ganz vorne ist, die kann da ruhig, die ist wirklich, die ist ja gleichmäßig überall. Die ist mir ja egal. Geh weg da. Was bist du für eine ominöse Holzkante hier? Die ist, glaube ich, auch nicht nötig, bis hin zu zwar optisch ganz nett, aber ist ja eine weitere Belastung von dem ganzen Konstrukt hier. Brauche ich, glaube ich, nicht tatsächlich. Ja, diese Axt kostet mich noch mal einiges an Ausdauer, muss ich feststellen. Habe ich noch dabei? Habe ich nicht dabei. Habe ich nicht. War schade. Dafür macht sie aber auch natürlich ganz massiven Blockschaden. So, was hätte ich denn, hätte ich jetzt hier nochmal irgendwas in einem anderen Shape, wo ich vielleicht zwei halbe nebeneinander setzen kann, damit ich nicht so eine, oh, Entschuldigung, so eine Doppelgedöns habe. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich befürchte, nein. Weil es gibt ja auch so Kaminformen und solche Dinge. Hier haben wir einen feuchten Betonblock, so ein kleines Ding. Hier hätten wir dann noch so ein T-Stück. Nee, das ist mir alles hier auch zu blöd. Da machen wir das dann aber so, da gehe ich dann einen nach außen mit, damit man, wenn man hier rauskommt, nicht direkt gegen die Säule und sowas. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier hätte ich jetzt gerne noch, kann ich hier irgendwo hinhüpfen, ohne dass ich, ja genau, das ergibt keinen Sinn, Spiel. Danke, dass du mich das machen lässt. Kann ich hier jetzt die, ja kann ich. Lass mich doch einfach. So, hier und hier. Und jetzt müsste ich noch die restlichen Beete hier hoffentlich einsetzen können. Hopp. Zack. Sehr schön. Die müssen wir dann natürlich noch in naher, sehr naher Zukunft komplett aufwerten. Na komm. Weil, was bringt mir hier das schönste Konstrukt, wenn es nicht der hundertprozentigen Stabilität hilft? Ne? Also im Sinne von, dann will ich aber auch hier richtigen Stahlbeton haben und nicht nur einfach Zementsäulen. Wobei die meines Erachtens nach das auch hätten aushalten müssen. Aber ich weiß ja nicht, man müsste hier zu Hause Überwachungskameras anbringen können und sowas im Nachhinein nochmal checken zu können. So, habe ich jetzt hier vielleicht irgendwie nochmal. Ja gut, dann machen wir das hier mit. Unser neues Beet. Und dann werden wir uns nächste Folge mal darum kümmern, dass wir hier die dementsprechenden Utensilien reinbekommen. Damit wir dann, ja, schnellstmöglich auch wieder Pflanzen hier wachsen haben. Weil das wirft uns natürlich schon ein bisschen zurück, dass da einfach mal so eine ganze Reihe gefehlt hat, inklusive... Hüpf. Nee, falsche Richtung. Lu, reiß dich zusammen. Also, dass uns da diese komplette Reihe gefehlt hat,
und diese zwei, drei anderen Beete, die da vorne dran sind, das ist natürlich mehr als suboptimal, muss ich sagen. Aber gut, was will man machen, ne? Jetzt habe ich noch 101. Okay. Machen wir jetzt hier endlich auch erstmal das Ding fertig. Gut, also dann nächste Folge. Gucken wir mal, was wir jetzt hier den Supermais auf jeden Fall. Den normalen Mais. Ja, meinetwegen auch. Goldrutensamen. Ja, ja. Hopfen brauche ich nicht. Yucca, Aloe Vera, Kürbis, Chrysanthemen können wir noch gebrauchen. Essenstechnisch müsste ich hieraus nochmal... Nee, du solltest den eigentlich nicht essen, du Trollo. Blaubeeren habe ich 6. Kartoffeln könnte ich nochmal machen. Hier habe ich noch einen Maissamen. Da war es wieder, das Geräusch. Zip. Was bräuchten wir noch? Yucca. Ganz, 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 ganz wichtig. Yucca. Und Goldrute möchte ich, glaube ich, auch noch mal mehr haben. Gut, aber da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Oh, hoffe, dass ihr alle so die Freude habt, nächste Folge wieder einzuschalten. Ne? Wenn es hier wieder heißt, lustiges Gärtner für Zombie besessen. Ne? Ja, also bis dahin, tschüssi.